hier noch einen kleinen Einschub, weil wir es gerade hatten, diesen Mathematikmodus. Also wer es mag, Mathematik, Physiklehrer etc., die können natürlich auch direkt Formeln integrieren. Das heißt, hier ist diese Schreibweise. Ihr habt so eine LaTeX-Notation oder wie ein KTeX in dem Fall oder wird hier genutzt. Das heißt, LIA Formula Block kann man das Ganze. Das heißt, entweder ihr habt eine Formel im Text, die ist dann etwas klein geschrieben, das heißt in jeweils Dollar eingetragen. Könnt ihr jetzt eine Formel im Text und ihr habt eine schön gerenderte Formel in dem Sinne. Oder wenn das eine größere ist, die über ja, eine wichtige, die direkt im Text stehen muss, dann gibt es diesen Formelblock jeweils indiziert. Den kann dann auch mehrere Zeilen haben, jeweils durch doppelt Dollarzeichen begrenzt. Das Ganze sehr schön. Also wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr das natürlich nutzen wollt oder welche Formel, welche Möglichkeiten gibt es, hier Formula, dann könnt ihr hier auf den Link klicken, More, und landet bei dem KTech Support. Also ich kann es auch nur weitergeben, weil ich nutze deren Bibliothek. Das heißt, das wäre dann theoretisch diese Möglichkeit der Schreibweisen oder wie ihr Formeln dann definieren könnt. Also wir können ja mal auch das kopieren, gucken, ob es funktioniert. Hier mit einfügen und haben dann theoretisch dieses, ja, für was auch immer Overgroup oder sowas steht. Oder man kann das Ganze natürlich auch mit, ich habe jetzt einen Bruch, einen Frack, ich glaube, das war. So dann definieren und sich dann möglichst elegant Matrizen oder noch heftigere Formeln oder ja, was auch immer dann zusammenstellen und in dieser schönen Notation dann haben, vorzeigen.